Wenn wir, liebe Schwestern und Brüder, heute eine weitere Vision des Daniel hören im 7. Kapitel dieses Prophetenbuches, dann muss uns das Ende, am Ende dieser Schau, ein Stichwort sehr nachdenklich machen. Oft überhören wir es schnell, weil wir es so gewohnt sind. Wenn hier vom Menschensohn die Rede ist. Es ist uns deshalb so geläufig, weil Jesus sich selber so bezeichnet. Aber was tut er damit? Jesus bezieht sich, und das ist in einer einzigartigen Weise, auf diese Weissagungen des Propheten Daniel. Das ist nicht irgendwie eine nette Umschreibung, in dem Jesus von sich in der dritten Person spricht, sondern er hat diese Vision vor Augen. Und das ist das Wichtige, dass auch wir die Vision des Daniel vor Augen haben, wenn wir von Jesus sprechen. Wir nennen heute Jesus mit allen möglichen Namen oder unmöglichen Namen. Viele scheuen sich heute vom Herrn und Gott.